Herzlich willkommen von WOMAdventure. Ja, wir sind in Kappadokien unterwegs, da wo die Hunderten von Luftballone steigen. Wunderschöne Bilder und ja, rundherum von Göreme. Eine Woche waren wir da und viel Spaß beim Schauen. Wir fahren jetzt weiter noch richtig ins Kappadokien hinein, nach Göreme. Das ist ja sehr bekannt. 5 Uhr morgens in Kappadokien, Sonnenaufgang und dieser Anblick, ist das nicht wunderschön? Ja, wir sind mittendrin in Kappadokien und man muss hier verdammt früh aufstehen. Ich habe meine innere Uhr, es ist 5 Uhr morgens und die Ballone sind da schon überall. Wir sind gestern Nacht hier angekommen und jetzt am Morgen diesen wunderbaren Ausblick. Dieser Ausblick. Einfach nur geil. Das muss man gesehen haben, mindestens einmal im Leben. Dahinter geht jetzt dann die Sonne auf. Da haben sogar meine Wölfe Freude, wenn ich so früh aufstehe. Ach, ist das schön. Ja, das ist der Ausblick von innen, hey. Kann ja fast nicht mehr schöner sein, hey. Ach, ist das geil. So, jetzt geht sogar die Sonne auf. Mit diesem geilen Ausblick. Ja, meine Wölfe haben auch Beschäftigung. Und oben ist unser Platz mit diesem Hintergrund einfach schön. Wir verlassen unseren schönen Schlafplatz hier direkt über den Spitzen von Kappadokien und suchen uns einen neuen, denn hier gibt es noch viele schöne andere Plätze. Da hinten gibt es sogar noch Schneeberge hinter dem Camper, aber hier ist es schön warm und wir haben eine Fahrt vor uns, die nicht weit ist. So, wir sind da hoch ins Dorf, das hinter uns lag, und schauen uns jetzt mal zumindest von außen diese Häuser an. Da leben Leute immer noch drin. Da drüben ist noch was frei, wer Lust hat zu bauen. Ausgehöhlt. Das hatten wir doch schon mal in Kandowan, Iran. Fast dasselbe, nur hier ist es größer. So ist das hier in der Türkei. Hundekonzert. So, hier an dieser Meute müssen wir vorbei, aber die gehen nicht schön. Von da unten sind wir hochgekommen. Und das sieht doch toll aus. Und sogar auf der anderen Seite, wenn es runter geht, tja, gibt es diese speziellen Steine. Angie erkundet auch hier diese Feentürmenhäuser. Kurz vor dem Gipfel gehen wir mal rein. Wahnsinn, richtig Platz. Ach, schön. Schön, schön, schön. Man kommt da gleich mehrere
Wohnungen oder was auch immer. Hier war mal Spülbecken. Sogar Blättli. So, hier sieht man mal ein Beispiel von einem Stein, dessen Statik eben ja was anderes ausgesagt hat. Der ist da abgebrochen. Die Frage ist wann. Später haben sie trotzdem noch Löcher reingemacht. Der muss irgendwann da rund gepurzelt sein. So, diese Frau da, die will da noch hoch. Scheiße, jetzt muss ich da noch hochsteigen. Ja, nu. Das ist gigantisch. Gigantisch, was die da gebaut haben. Ja, zum Teil neu erbaut da. Hat so viele Löcher. Oder hier, neue Treppe. Ich bin da mittendrin. Drin lebt ein Fuchs. Ich habe gerade einen Fuchs gesehen, weil ich ein bisschen am Klettern war. Der ist jetzt da in die Spalte verschwunden. Wahnsinn. So, ich bin wieder auf dem offiziellen Pfad und gehe im Schnelllauf on the top. Hier sieht man Gräber und ich bin oben. Der Ausblick. Jetzt wieder raus aus diesem Labyrinth zum Ausgang, wo auch immer der ist. Aha. Hier gibt es auch noch ein paar Ausstellungsobjekte. Da hat Sandbleche aus Holz. Hey, mit Steinen eingelassen. Die Jungs waren damals schon schlau. So, das war es. Schöne Bilder. Und wir gehen jetzt wieder raus. So, wir fahren jetzt auf Offroad zu unserem Schlafplatz, hoffentlich. Und es kommt ein Riesengewitter wieder. So, wir sind jetzt auf Erkundungstour im Loaf Valley oder Pimmel Valley. Weil es da lauter solche Teiler hat. Schon extrem, was die Tour da geschaffen hat. Und das ist nicht vom Menschen gemacht, weil der ganze Stein über Kilometer lang hat dieselbe Zeichnung. Fahrradtour im Flussbett und man fährt sogar durch einen Tunnel. So, jetzt sind wir dann bald am Ende. Noch geht es, aber es wird natürlich immer enger. Heute zwei Tunnel schon passiert, die wurden aber in der Neuzeit reingehauen. Jetzt stehen die Pedale an. Traumhaft, hey. Jetzt guck dir mal diese Gräbmäler da oben an. Mit Lüftung. Oh, wo ist es jetzt? Ja, man sieht es fast nicht. So, wir fahren wieder zurück. Durch den Tunnel. Sehr interessant, aber irgendwann nicht mehr passierbar mit dem Bike. Da kommt der zweite Tunnel. Er wurde 1950 reingehauen, steht da. Vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Wie mit dem Camper, so auch mit dem Fahrrad. Offroad unterwegs, die meiste Zeit. Weil da hat man viel mehr von der Natur. Und man kann Schönes erkunden. Da seht ihr meinen Camper im Hintergrund. Zwischen diesen. Ja, sag mal Steinpilzen, ne?
So, das ist der Bibo on Tour. He? Genau, Bibo on Tour. Genau, und wir haben gesehen, was der Steier da alles kann. Ist schon fantastisch. Es hängt nur vom Fahrer ab. Ne? Ist der Fahrer, ja, ist nur der also Fahrer. Nicht der Steier schuld. Nein. Ich dachte Steier. Jetzt, fährt man einen Steier, braucht man große Eier. An dem trifft das gar nicht zu. Lass mal kurz schauen. Doch, das passt schon. Ja. Das große passt, Eier, ja, also braucht man. He? Aber nein, bist du zufrieden mit dem Steier? Sehr zufrieden, ja. Sehr, he? Also der schafft das Unmögliche fast. He? Nein, er ist schon groß, schwer, alt, laut und stinkt und frisst viel Diesel. Also, aber das stört dich nicht? Aber es passt alles zusammen, ja. So stelle ich mir das vor. Mhm. Aber der größte Schwachpunkt, glaube ich, am Steier ist dein Fahrrad, oder? Das ist schon das, echt gefährdet. Ja. Das hat ja fast hinten aufgesetzt. Ja, aber es hat nicht aufgesetzt. Es hat nicht. Also es hat gut funktioniert. Ich kenne jemanden, der hat ein Fahrrad, das mich wieder interessiert. Ne? Ah ja, okay. Ja, vielleicht ein bisschen schwer. Steht und ein bisschen schwarz. Zum Verkauf. Der redet nicht vom Kauf. Ja, schön. Dann wünsche ich dir weiter gute Reise. Gut, danke schön, dir auch. Man sieht sich. Man sieht sich, Ronny, alles Gute. Wir sind wieder mal auf Fahrradtour und erkundigen diese Traumlandschaft. Was man alles entdeckt, wenn man mit dem Bike unterwegs ist, das ist einfach fantastisch. Ich denke, das sind alles Gräber. Krass, wir sind da hoch. Ich mit dem Bike. Und von hier hat man eine wunderbare Aussicht. Ja, und auf dem Felsen sind überall Gräber. Viele Kindergräber. Ich gehe mal davon aus, dass es Gräber sind. Also der Tourismus lässt grüßen. Wenn ich sehe, wie die zum Teil hochkommen, die jetzt nicht, aber wie mit dem Rollator, kommen keinem mehr runter, aber die müssen alle immer da hoch. Das ist der Wahnsinn. So, hier waren Wohnungen. Ja, hier hat man vermutlich lange, lange gelebt, was man auch sieht. Die nächste schöne Wohnung. Ja, fantastisch. He? Mit super Ausblick. Und hier die Überbleibsel. Vielleicht wird es ab und zu verwendet. Hier Treppe reingehauen und da die Wasserkanäle. Die Treppe reingehauen, da haben sie zu viel weggespitzt, gab es halt ein Loch. Da links auch eine Treppe, unterhalb noch mehr Räume. Tja, hier hat man die Neuzeit mit dem Altertum verbunden. Ja, hier treffen wir bereits das Mittelalter an, würde ich mal sagen, wo das Land christianisiert wurde. Diese Hammer-Aussicht hier, das ist der Wahnsinn. Wow, diese Natur. Das ist mal eine steile Strecke, aber der René fährt da immer solches Zeug, wenn es geht. Ist wirklich cool in dieser Landschaft. Wir sind wieder mal am Reiten.
Reiten! Nicht so mein Ding, aber... Ach du Scheiße! So, jetzt gehen wir die Sache wieder etwas ruhiger an. Kann man besser filmen. Mit dieser herrlichen Kulisse, die gibt es nicht mal in Texas. Western-Style heute hier in dieser schönen Landschaft. So, das sei einmal eine Kirche gewesen. Tja, und meine Wölfe, die machen das fantastisch, fantastisch. Immer schön Abstand halten, nicht hinten. Und jetzt guckt euch dieses Valley an. Ja, Ingenieur, so, jetzt halte ich ein bisschen Distanz. Ah, ist das schön, hey. Hammerstark diese Landschaft, das ist abartig schön. Schöner kann es gar nicht sein. Ich muss meinen Gaul halten. Ja. Steil runter, da muss man jetzt klettern. Schritt für Schritt, schön langsam. Oh, jetzt geht's noch in eine Höhle rein. Ein Aqua, irgendwas, auf jeden Fall, mit dem Wasser durchkommt. Uiuiui, Achtung, Kopf nicht anschlagen. Wie immer, filmen und reiten. Obwohl ich ein Anfänger bin. Aber es sieht echt geil aus. Jetzt aber, hey, das ist abartig da auf diesem Felsen. Scheiße, da geht's runter. Filmen und reiten. Gott, ist das geil, hey. Solange ich auf dem Sattel bleibe zumindest. So macht Reiten Spaß, hä? Ein bisschen höherer Schwierigkeitsgrad, top Natur. Scheiß Pferd, was will man mehr? Nein, das Pferd ist gut. So, jetzt geht's steil runter. Sorry, aber da kann ich jetzt echt nicht filmen. Ein Pferd hat gerade ein bisschen rumgebockt. Steil runter. Wir klettern bergab, aber diese Pferde sind echt geländegängig. Schon geil hier. Die Natur ist Wahnsinn. Meine zwei Wölfe machen das auch gut. Es ist absolut hammergeil, dieses Reiten. Erinnert mich in Spanien, in Andalusien, Riding Andalusien. Vielleicht habt ihr dieses Video gesehen, da bin ich das erste Mal die Berge hoch. Ich habe noch nie eine Reitstunde genommen. Aber es macht Spaß, muss ich sagen. So, in dieser wilden Natur auf jeden Fall. Jetzt geht's runter. Also das ist gerade, das ist runter. Alles von den Pferden abgelaufen oder so. Wir sind in einer Schlucht. Ah, schön. Ey. So, die Eile haben wir verloren, nach etwa 1000 Quads Fahrer irgendwie. Aber vermutlich ist sie nach Hause oder zum Fahrrad, wie auch immer. So, ein Schäferhund da vorne. Ach Mann. Aber er ist jung, ängstlich, Angie ist souverän, tipptopp. Ja, ein junger Kerl. Das ist ja wahnsinnig, der Zirkus hier am Abend. Also alles voll mit diesem Quadfahren.
So, die Ayla sollte jetzt zu Hause sein. Rufe ich sie mal. Ayla! So, die Ayla war noch nicht da, dann bin ich nochmal los. Und jetzt ist sie aber unterdessen nach Hause gekommen, hat ein bisschen länger gebraucht, vermutlich hat sie mich noch gesucht. Aber jetzt soll sie angeblich wohl da sein. Jawohl, da ist sie. Die findet den Heimweg, nach Hauseweg immer. Fein, Ayla. Ja, fein, bist du da. Fein. Ja, fein gemacht. Heute ist wieder Ballonmorgen. Zwei Tage sind sie nicht gestartet. Heute sind sie in der Luft. Aber guck mal, wir sind in einer anderen Position, was hier los ist. Da hängen die Blätter in der Luft. Hey. Ein bisschen verrückt. Ja, ein Rummel, ein Kran ist da. Ja, aber hängt das Bett in der Luft. Da drüben sind sonst noch Mädels, die sich da inszenieren. Aber wir sind ja wegen den Ballonen da. Die Sonne ist aufgegangen. So, jetzt habe ich eine andere Position. Mit dem Bike auf die andere Seite gefahren und hier hat man einen schönen Überblick. Kein Rummel mehr. Die sind jetzt im Landeanflug hier. Krass wie nahe. Da kommen gleich vier Stück nebeneinander fast, die berühren sich fast, hey, Wahnsinn. Ja, mit dem Bike ist man flexibel, die fliegen alle bei mir vorbei, ich bin der Einzige, der hier ist. Wobei, da unten sind sie jetzt angerast mit ihren Karren und ihrer Präsentation, aber es sieht wunderbar aus da. Ja, super, das Ding da heute, der kaputt ist, die Fetzen ganz unten, ist zwar nicht so schlimm, aber trotzdem. Damit sollte man, glaube ich, nicht mehr fliegen. Die fliegen alle an mir vorbei. Ja, da unten sind jetzt alle Mädels eingetroffen mit ihren langen Kleidern und inszenieren sich da vor diesen Ballonen. Das ist ja Wahnsinn, was für ein Spektakel, das da stattfindet. So, noch die letzten Hochzeitsfoto einfangen. Diese türkische Truppe da. Wir fahren in Kappadokien jetzt mal ein Stück weiter, weil es hat hier so viele schöne Plätze und kommen hier von dieser Offroad-Strecke wieder runter. So, ich wechsle wieder den Park. Den Platz und bin am Wasser tanken und man muss einfach ein bisschen die Augen offen halten, wenn man durch die Stadt fährt. Der Wasserhahn ist gut, war aber nirgends eingetragen. Jetzt bin ich gerade am Wasser tanken. So kriege ich mein Wasser. Neuer Abend, neuer Schlafplatz. Jetzt muss man da unbedingt den ganz steilen Weg darauf.
So, ich habe mal wieder meine Position geändert. Jetzt habe ich, glaube ich, den Geistenplatz von allen, weil da unten starten sie und ich stehe da oben auf dem Hügel, genau da, wo sie durchfliegen. Windrichtung hat auch geändert. Wunderschön. Wir sind wieder mal unterwegs mit dem Bike, aber jetzt da am Schluss zu Fuß im Swörthtal. Ganz in die Ecke, geht nur noch zu Fuß und es ist fantastisch. Die haben bis da hinten ihre Höhlen gebaut. Also hier ist das ein bisschen für Abenteurer. Gutes Schuhwerk mitnehmen, jetzt geht es da hoch. Der Stein hält da unten die Leiter. Okay. Also, wir haben das spontan gefunden und man läuft da einfach in diesen Schlucht nach hinten. So, weiter hinten. Man sieht hier, das sind übrigens doch Wohnungen gewesen und zwar vermutlich anfänglich von den Hethitern und später von den Christen bewohnt gewesen. Und auch viele Kirchen wurden da reingebaut. So, wir sind jetzt fast ganz oben. Und auch hier versteckte Räume. Wasserdurchgänge vermutlich. Dann da oben auch. Ja, und der Weg, der geht eigentlich noch weiter und weiter. Ich denke, man kommt da hoch. Diese Nischen wurden übrigens später für die Tauben angelegt. Für den Taubenkot, der ist ein super Dünger. Wir sind wieder zurückgefahren und jetzt habt ihr gerade eine Taube gesehen, die da rein ist. Das hat man extra zugemauert, um die Tauben da anzulocken. Die wohnen da, der Taubenmist ist hier sehr wertvoll. Da drüben sieht man es ganz deutlich zugemauert. Das war mal ein Eingang. Hier hat sogar jemand das Ding geschützt obendrauf. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass das nicht von Erosion abgetragen wird. So, das ist das, was ich rausgefunden habe. Ja, und vor diesem Taubenschlag, ihr seht, das war mal eine Kirche. Eine kleine Kirche, von denen gibt es hier ganz, ganz viele. Da haben die Christen so ab 3. Jahrhundert haben ihren Wohnsitz eingenommen. Sind an einer anderen Stelle und schauen eine der vielen Kirchen an. So, das war mal eine Kirche. Leider kommt man heute nicht mehr rein, aber wir schauen es uns trotzdem an. Da, die Decken, das sind die Decken. Wahnsinnskunst. Gott, ey. Und diese Seite. Ja, da gibt es überall so Gänge, wie auch immer. Wir haben hier eine intakte Wohnung gefunden. Christlich. Und? Trinken hier, also nicht hier, draußen einen Tee.
Nur mal zu sagen, ich habe eigentlich keine Probleme mit diesen großen Hirtenhunden, mit meinen, das funktioniert immer. Das ist jetzt auch ein Mädchen, wir haben jetzt hier gerade eine Pause gemacht und essen was Kleines, wunderbar. Die Hunde dürfen frei leben, null Problemo, die wissen, wie sie sich verhalten müssen. Und das klappt immer am besten. Auf diesem schönen Schlafplatz haben wir jetzt die letzten zwei Nächte verbracht, hier über dem Tal von Kappadokien. Und jetzt geht es wieder weiter. Ja, wo wir in der Nacht hoch mussten, müssen wir jetzt natürlich wieder runter, diesen steilen Weg. Ja, das war es wieder von uns und ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch und tschüss.